Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem allerersten YouTube-Facebook-Tutorial. Und in dem heutigen Tutorial geht es darum, wie ihr ein Original-Facebook-Michael-Schmidt-Bassplayer-Video selbst herstellen könnt. Okay, als erstes müsst ihr mal ungefähr aussehen wie Michael Schmidt. Das ist natürlich nicht sehr leicht. Und ein guter Vorsatz ist als schon mal, wenn ihr euch ein Vollbart wachsen lässt. Also ungefähr so. Wow! Ja. Also je nach Haarwuchs müsst ihr dann noch mit so etwas nachhelfen und im Endergebnis sieht es dann halt so aus. Yeah! So muss es aussehen. Sieht irgendwie auch ein bisschen aus wie dieser Typ hier. Okay, so liebe Freunde. Das nächste, was sehr wichtig ist, wenn ihr ein Michael Schmidt Facebook-Video machen wollt, ist, dass ihr das obere Gesichtsdrittel definitiv entfernen müsst. Also so. So ist es super. Yeah, so muss es aussehen. Nur dann ist es original. Und jetzt wartet ihr einfach, bis ein Bass vom Himmel fällt. Naja. Kein Bass, aber egal. Es ist ja nur ein Tutorial. Okay. So, und jetzt holt ihr das Instrument so. Und jetzt macht ihr möglichst spackige Bewegungen und slappt natürlich. Und dann schreibt ihr in euren Facebook, in diesen Post dann noch was rein, wie Groove am Morgen oder Happy Slapping oder was auch immer. Also ich zeig's euch jetzt und jetzt geht das Video los. Okay, Achtung, bereit? Ja, das war's dann von mir. Mir hat es riesig gefallen und wenn ihr das Video mögt, dann liked es. Tja, dann bis zu meinem nächsten Tutorial. Auf Wiedersehen.